Hallo zusammen, hier ist wieder heute lange und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich gleich um insgesamt 7 Toys, die wir uns vom Mondfest holen können. Und zwar 7 neue Toys, die aus dem Jahr 2019 sind. Ich befinde mich einmal hier oben in der Mondlichtung bei den Koordinaten 54, 38 und ja, während des Mondfests, also heißt vom 28. bis zum hier ganz runter 11. Februar haben wir quasi das Mondfest, also einige Wochen noch, können wir hier bei den Händlern verschiedene Items kaufen. Und zwar gehen wir gleich mal hier zum Toy-Händler. Und diese verkauft hier einige Rezepte, die für mich jetzt relativ uninteressant sind, aber es werden hier auch einige Toys verkauft. Ja? Und da haben wir einmal hier Raketen, einmal ne, Allianzfeuerwerk und hier ein Hordenfeuerwerk. Die kenne ich schon, die anderen Sachen habe ich mir jetzt auch schon gekauft. Dann gibt es hier den roten Drachenkopfkostüm so rum. Und das gab es ja auch schon die letzten Jahre. Und dazu gibt es dementsprechend dann immer noch ein Mittelstück und ein Endstück. Jetzt hat Blizzard aber auch eine grüne Variante eingeführt und eine blaue Variante. Und es gibt natürlich dann jeweils ein Kopfstück, ein Mittelstück und ein Schwanzstück. Heißt, mit 2 neuen Kostümen, die 3 Teile haben, haben wir da allein schon mal 6 Toys, die wir uns holen können. Und zusätzlich haben wir nochmal einen Ruhestein. Das kennen wir jetzt schon vom Schlotternachts-Event, beziehungsweise vom Winterhauch-Event gab es auch einen coolen Ruhestein. Und hier haben wir jetzt quasi auch einen, der dazugefüllt worden ist. Was haben wir insgesamt an Markenkosten jetzt von dem Zeug? Wir haben hier quasi zweimal den Kopf, der 25 kostet, das Mittelstück kostet 10 und das Endstück kostet dann nochmal 25 plus dann hier nochmal der Ruhestein 30. Also wir brauchen eine ganze Menge von diesen schicken Marken. Ich würde sagen, bevor ich jetzt euch zeige, wo man die Marken herbekommt, schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und dazu würde ich sagen, gehen wir hier einen Ticken weg, weil hier ist alles so ein bisschen komisch bei den anderen Leuten. Und gehen da mal an den Rand und wir gucken uns jetzt mal die Animation von dem Ruhestein als erstes an. Und zwar gehen wir da mal in die Spielzeugkiste und schaut mal, da haben wir den Stein hier vom quasi vom Winter-Event, dann vom kopflosen Reiter und hier ist der, den wir jetzt uns neu geholt haben und zwar vom Mondfest. Ja? Und theoretisch könnt ihr auch bei dem euren Ruhestein komplett wegschmeißen, ja? Weil ihr ihn jetzt hier in der Toybox habt. Nur mit einer anderen Animation. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, seht ihr, knie ich mich hin und caste quasi so ein Feuerwerk. Und das sieht recht cool aus. Wir werden es jetzt aber abbrechen, kurz bevor es zu Ende ist. Denn sonst würde ich mich an die Position porten, wo ich vorher meinen Ruhestein angenommen habe. So, das soweit zum Ruhestein. Jetzt geben wir hier mal Mondfest ein. Und ihr seht schon, jetzt haben wir hier die beiden alten Feuerwerke drin. Beziehungsweise das rote Drachenkostüm und dementsprechend das grüne. Wenn wir diese Teile jetzt einsetzen, und natürlich auch das blaue, ne? Also wir haben jetzt hier diesen Kopf. Das ist ein Kostüm, was quasi mehrere Leute bedarf. Dann kann man sich theoretisch zu einem Mittelteil verwandeln oder zu einem Schwanzteil. Und das Mittelding kann man ja beliebig viele zwischendrin machen. So, ich habe jetzt leider hier nicht ewig viele Leute, wo wir das mal ausprobieren können. Deswegen kann ich euch da jetzt nur die Bilder zeigen. Hier hat auf WoW Head haben da schon Leute quasi das einmal gezeigt, wie das dann aussieht, wenn man quasi die Teile aneinander reiht. Also hier das grüne Kostüm. Und da einmal das Blaue, das Rote, das gab es ja schon die letzten Jahre. Genau, das ist es. Sonderlich spektakulär ist es nicht. Man muss halt einen Haufen von den Münzen farmen. Und da steigen wir jetzt ein. Und zwar seht ihr, ich habe hier schon durch ein Addon alle möglichen Positionen von diesen Münzen auf der Karte. Das Addon heißt Candy Buckets. Das zeigt euch nicht nur die Münzen von den Ohren an, sondern auch die Schlotternachts-Geschichten, die Feuer. Also sprich, alle Eventsachen werden angezeigt und die werden immer nur dann angezeigt, wenn auch das jeweilige Event ist, was eine schöne Sache ist. Man muss das nie irgendwie großartig ändern oder aus- und einstellen, sondern das zeigt immer nur das an, was man haben will. Es gibt da viele andere Addons noch, über Handy-Notes wird es da bestimmt auch einiges geben, muss aber sagen, Candy Buckets ist hier eine schöne Sache, wie gesagt, schaltet es automatisch ein und aus, je nachdem, ob der Feiertag ist oder dementsprechend auch nicht. Genau, ich kann euch empfehlen, diese ganzen Dinge hier abzufliegen. Ein kleiner Hinweis, wenn das so ein Ding ist, ne, also ein kleines blaues, dann ist es in der Instanz, lasst die Dinge in den Instanzen einfach flacken. Macht es nicht, ja. Sammelt euch nur die, die außenrum sind. Es gibt hier auch ein paar Quests, die Münzen bringen, die lohnen sich aber ehrlich gesagt auch nicht.
Und Münzen könnt ihr quasi hier auf Kalindor sammeln. Ihr könnt Münzen hier in den östlichen Königreichen. Auf Nordend könnt ihr sie auch sammeln. Kul'Tiras gibt es nichts. Tandala gibt es meines Wissens nach auch nichts. Und Pandaria auch nicht. Dann Draenor meines Wissens nach gibt es auch nichts. Und auch in Outland, also in der Scherbenwelt, ist auch nichts vorhanden. Also ihr könnt wirklich nur in den drei Kontinenten quasi die Münzen holen. Da gibt es aber schon einige. Ich bin am Ende, wo ich fast auf 70 Münzen gekommen, wenn ich mit dem Twink alles abgeflogen habe, abgezogen die, die in den Instanzen sind. Also knapp 70 könnt ihr bekommen. Und ja, ich würde euch empfehlen, das Minimum mit drei, vier Twinks zu machen und schaut, dass ihr da Chars nehmt, die möglichst über 60 sind, die da fliegen können. Und am besten macht es mit nicht mit einem Max-Level-Char, weil ihr bekommt auch für jede Quest, die ihr da abschließt, EP und ihr könnt passiv Twinks leveln. Und ob ihr jetzt mit dem Max-Level-Char fliegt und keine EP kriegt oder mit dem Low-Level-Char und die EP kriegt, ist das ganz praktisch. Am besten sogar mit jemandem, der unter 110 ist, dass ihr noch die Heirloom-Items anlegen könnt und noch ein bisschen extra EP bekommt, wenn ihr da einen Char habt, den ihr leveln wollt. Genau, so habe es zumindest ich gemacht, meine ganzen Items mir geholt. Und dementsprechend auch das ein oder andere Level mit einem kleinen Twink gemacht, so nebenher. Zudem, wenn ihr jetzt noch Münzen über habt, könnt ihr natürlich euch auch noch Transmog kaufen. Das gab es meines Wissens nach die letzten Jahre auch schon, beziehungsweise hier gibt es auch noch ein Pet, das ihr auch noch zu Gold machen könnt. 50 Münzen kostet das. Mein Addon sagt gerade, dass es so ja, 30.000, 40.000 Gold wert sein soll. Wenn es euch die Fliegerei wert ist, könnt ihr auch da ein bisschen Gold mitmachen. Und hier gibt es noch mehr Transmog, den ich noch nicht alles habe. Wobei ich da noch erwähnen sollte, dass das anscheinend nur transmoggable ist, wenn das ein Wort sein sollte, während des Mondfests. Also ihr könnt das nicht transmoggen, wenn das Mondfest zu Ende ist, weil manche Sachen sehen hier sogar ganz cool aus. Also diese Kleider, die haben sogar was, ne? Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.